Arztpraxen als Anlageobjekte. Dieses Geschäftsmodell haben offenbar internationale Finanzinvestoren für sich entdeckt und gehen dafür auf Shoppingtour in Deutschland. Das zeigen Recherchen des Norddeutschen Rundfunks. Demnach wurden einzelne Praxen gekauft und dann zu größeren Unternehmen zusammengefasst, um sie gewinnbringend weiterzuverkaufen. Besonders im Fokus scheinen Augenarztpraxen zu sein. Hier sieht der Bundesrat die Gefahr von monopolartigen Strukturen und damit eine Verschlechterung der Patientenversorgung. Die Augenheilkunde gilt als besonders lukrativer Fachbereich. Mehr als 500 Augenarztpraxen in Deutschland gehören mittlerweile zu Praxisketten von internationalen Finanzinvestoren. In Städten wie etwa Kiel, Osnabrück und Nürnberg sind nach NDR-Recherchen inzwischen mehr als die Hälfte der ambulant tätigen Augenärzte in investorengeführten Ketten beschäftigt. Bereits 2018 hatte der Bundesrat vor solchen Monopolisierungstendenzen gewarnt. Die Wahlfreiheit der Patienten könne verloren gehen. Die damalige Bundesregierung lehnte eine Gesetzesänderung ab. Das müsse sich ändern, fordern immer mehr Politiker. Wenn wir aber eine Struktur haben, wo Ärzte ganz klar Kennzahlen, Größen, Mengen vorgegeben bekommen, hat es mit unserer Versorgung, so wie wir sie in Deutschland organisieren, nichts zu tun. Und deshalb muss man dem Einhalt gebieten. Der Bundesverband der Betreiber medizinischer Versorgungszentren wehrt sich gegen den Vorwurf einer Renditeorientierung zu Lasten von Patienten. Keiner ist darauf aus, schnelles Geld zu machen, salopp gesagt, sondern das Unternehmen wird dann wertvoller, wenn der Ruf gut ist, wenn die Qualität gut ist. Das Bundesgesundheitsministerium sieht keinen Handlungsbedarf. Man wisse nicht, ob und inwieweit eine beherrschende Marktkonzentration vorliegt. Kritiker befürchten, das könnte teuer werden für die Versicherten. Zu den NDR-Recherchen hat meine Kollegin Kirsten Gerhard mit Christian Baas aus dem Rechercheteam gesprochen. Sie hat ihn gefragt, wie denn konkret die Situation bei den Augenärzten aussehe. Ja, da gibt es ungefähr ein halbes Dutzend Ketten, investorengeführte Ketten, die deutschlandweit mittlerweile mehr als 500 Arztpraxen aufgekauft haben. Und was wir da sehen, ist, dass in einzelnen Städten und Regionen, beispielsweise hier im Norden in Kiel oder auch in Augsburg in Bayern oder Osnabrück oder im Lahn-Dill-Kreis, Nürnberg, das sind einzelne Regionen, wo tatsächlich die großen investorengeführten Ketten mehr als die Hälfte aller ambulant tätigen Augenärzte mittlerweile beschäftigt. Also das heißt, dort sind solche monopolartigen Strukturen vorzufinden. Und das heißt natürlich, dass auch die Wahlfreiheit für die Patienten dort ein wenig eingeschränkt ist dementsprechend. Gibt es dann einen solchen Trend auch in anderen medizinischen Bereichen? Also wir sehen, dass halt zunehmend Investoren in dem Gesundheitsbereich in Deutschland investieren, also Arztpraxen aufkaufen. Das sind beispielsweise auch Nephrologen, Radiologen, aber auch Hausärzte, Orthopäden, Gynäkologen, also in allen Bereichen tatsächlich mehr oder minder. Das Problem ist, es gibt einfach kaum eine Übersicht. Es ist alles sehr intransparent und eine klare Zahl jetzt, wie viele Arztpraxen tatsächlich von Investoren aufgekauft worden sind, wissen wir nicht. Wenn immer mehr Arztpraxen Finanzinvestoren gehören, was heißt das für die Gesundheitsbehandlung? Wäre das ein Problem? Also das eine Problem ist ja tatsächlich, wenn jetzt solche monopolartigen Strukturen entstehen, dass die Wahlfreiheit der Patienten eingeschränkt ist. Das andere ist, und das haben uns Patienten und auch Ärzte geschildert, dass ein wirtschaftlicher Druck auf die Ärzte entsteht und dann möglicherweise Behandlungen empfohlen werden, die nicht unbedingt nötig sind oder die noch nicht nötig sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass eine Art Rosinenpickerei entsteht, also dass sich die großen Finanzinvestoren geführten Ketten auf die lukrativen Behandlungen fokussieren und dass andere Patienten dann möglicherweise woanders hingeschickt werden, die komplizierter zu behandeln sind, dass die dann in Unikliniken etwa geschickt werden und nicht mehr von den Ärzten vor Ort. Und wie können sich Ärzte gegen den Aufkauf ihrer Praxen wehren? Tatsächlich ist das zwiegespalten. Also es gibt ja einmal die Ärzte, die ihre Arztsitze verkaufen und die bekommen dafür tatsächlich teils sehr hohe Summen geboten von den Investoren. Das heißt, für die ist das im Zweifel lukrativ, wenn sie jetzt aus Altersgründen beispielsweise ausscheiden wollen, um dann halt einen höheren Ertrag für die Rente zu bekommen.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch Ärzte, die sagen, es ist gar nicht so schlecht, jetzt angestellt zu sein, da muss ich mich um vieles gar nicht kümmern. Das heißt, es gibt einerseits Ärzte, die sagen, wir wollen unsere Selbstständigkeit nicht verlieren und kämpfen dagegen an, dass wir hier von diesen Investoren viele Praxen, Arztsitze aufgekauft bekommen. Andere wiederum profitieren davon. Also insofern ist es ein zwiegespaltenes Feld und tatsächlich müsste wahrscheinlich die Politik aktiv werden, um mit entsprechenden gesetzlichen Maßnahmen diese Investorentätigkeiten einzuschränken, wenn es denn politisch gewollt ist. Und was heißt das nun für die Patienten? Ist ein Finanzinvestor denn schlimmer als ein normaler Arzt, der natürlich auch auf die Zahlen achten muss? Ja, da sagen natürlich die Investoren, wir machen nichts anderes als die normalen Ärzte und die verdienen auch Geld und wollen auch Geld verdienen. Das stimmt, aber das Problem ist, dass natürlich hier eine Renditeerwartung der Investoren ist, die in der Regel so um die 20% liegt. Und das kommt ja zusätzlich noch zu dem hinzu, was die angestellten Ärzte dort verdienen. Also das heißt, es fließt halt letztlich Geld aus unseren Solidargemeinschaft, aus den Krankenkassen über teils sehr intransparente Strukturen mit Fonds in Luxemburg beispielsweise dann in die Hände von unbekannten Investoren. Und das ist alles sehr intransparent und birgt die Gefahr, dass möglicherweise die Patientenversorgung am Ende auch darunter leidet. Dankeschön, Christian Baas, für diese Informationen.